Spektakuläre Bergungsaktion im Ahrtal. Zwei große Kräne hieften heute in Ahrbrück einen Regionalzug von den Gleisen. Der war vor einem Jahr von der Flutkatastrophe im knapp 5 Kilometer entfernten Kreuzberg gestoppt worden. Jetzt kam der ramponierte Zug mit seinen Waggons auf einen Tieflader. Waggon wird verzurrt auf dem Fahrzeug und dann verrangieren wir diesen weg, dass der nächste heran kann. Und dann wird es wahrscheinlich schon geschmeidiger gehen. Nach rund 6 Stunden war es geschafft. Zug und Waggons erfolgreich verladen.